Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Forza Motorsport 7 CarPack Review hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, das Januar CarPack, beziehungsweise besser gesagt das Totinos CarPack, ist erschienen und bringt uns 7 neue Fahrzeuge mit ins Spiel. Und da möchte ich auch gleich darauf hinweisen, für alle Autopass-Besitzer, beziehungsweise für alle Forza Motorsport 7 Ultimate Edition-Besitzer, welcher ja den Autopass beinhaltet, für euch ist dieses CarPack gratis. Für alle anderen kostet das natürlich Geld. Kostenpunkt hier wäre dann 6,99 Euro. Falls du zum ersten Mal hier ein CarPack-Review anschaust, erstmal willkommen an dieser Stelle. Aber erschrecke dich nicht an der Länge dieses Videos. Ich möchte dir am Anfang hier auch gleich den Hinweis geben, dass es in der Videobeschreibung alle wichtigen Links gibt zu diesem CarPack. Sei es zum Trailer, der hier gerade nicht funktioniert, weil Forza Hub gerade keine Verbindung zu YouTube aufbauen kann. Oder sei es zu den Patch-Notes, die mit dem Januar-Update mitgekommen sind. Oder zum News-Artikel zu diesem CarPack, wo man auch wirklich nochmal die ganzen Infos, Details zum CarPack auch nochmal selber separat nachlesen kann. Und natürlich auch weiter unten in der Videobeschreibung befinden sich Timecodes. Das heißt, wenn dich ein bestimmtes Fahrzeug oder ein bestimmter Abschnitt in diesem Review besonders interessiert, dann kannst du über diesen Timecode direkt an die entsprechende Stelle im Video springen, beziehungsweise du kannst auch sogar, wenn du ganz kreativ und lustig bist, auch die Reihenfolge dieses Reviews ändern, denn um das einfach hier schon mal anzuführen, ich werde natürlich jedes Fahrzeug einzeln in diesem Review anschauen, das heißt im Klartext, du kannst die Reihenfolge der vorgestellten Autos nach deinen Wünschen zusammenklicken, beziehungsweise auch Autos auslassen oder gewisse Autos doppelt anhören, wie es einem eben halt gefällt. Deswegen gleich der Hinweis, klick dich ruhig in die Videobeschreibung, da findest du alle wichtigen Links und auch alle wichtigen Timecodes. Zu Beginn dieses Reviews werden wir jetzt aber erstmal einen Schnelldurchlauf machen für die Leute, die einfach nur wissen wollen, was für Fahrzeuge denn überhaupt drin sind und die ganzen anderen Details vielleicht selber rausfinden wollen in Forza Motorsport 7. Die, für die beginnen wir einfach damit, würde ich sagen. Wie gesagt, Trailer funktioniert nicht, Trailer ist aber dennoch in der Videobeschreibung verlinkt. Mit dabei haben wir in diesem CarPack den 2017er BMW Nummer 24 BMW Team RLL M6 GTLM. Und man sieht ja an diesem wunderbaren Bild, was man auch nicht sieht. Also Forza Hub ist gerade ein bisschen kaputt, ja, warum auch immer. Ist aber auch egal, wir werden gleich noch ins Spiel springen, wir werden den auch noch in Action sehen. Ne? der ist mit dabei. Und dann dabei noch der 1997er Lotus Elise GT1, des Weiteren noch den 1967er Nissan R380 MK2, dann den 1970er Citroën 2CV, besser bekannt als die Ente, und dann noch dabei den Subaru 360 aus dem Jahr 1968, auch besser bekannt als, im Englischen als Ladybug oder auch als Maikäfer, so wurde er zumindest mal im Japanischen auch genannt. Dann haben wir jetzt leider auch in Forza Hub nicht ganz vollzählig alle Fahrzeuge mit dabei. Hätten wir dann noch den 1993er Porsche 911 Baureihe 964 Turbo S Leichtbau und den 1967er Volkswagen Typ 3600L, auch bekannt als Notchback. Ja, ich würde sagen, wir springen auch direkt mal ins Spiel und schauen uns genau diesen VW erstmal an. Nämlich, ja, da haben wir in ihnen schon den Typ 3. Ein Fahrzeug, was vielleicht der ein oder andere oder gerade auch die jüngeren Zuschauer vielleicht nicht so auf dem Schirm hatten. Allerdings auch ein sehr, sehr wichtiges historisches Fahrzeug von VW ist. Denn es ist eine Mittelklasse-Limousine und man muss auch sagen, das erste Mittelklasse-Fahrzeug von VW überhaupt. Beziehungsweise man kann es auch konkret sagen, es ist überhaupt das dritte Fahrzeug überhaupt von VW. Denn man kann es eigentlich am Namen schon deuten. Typ 3 quasi als drittes Fahrzeug. Typ 1 war ja der Käfer, Typ 2 der Transporter. Wenn wir die Reihenfolge jetzt noch fortführen möchte, Typ 3 eben der hier und dann gab es eben noch den Typ 4, das war dann der 411er, der war noch ein bisschen größer. Das Fahrzeug an sich eigentlich zu klein für eine Mittelklasse-Limousine, allerdings durch den doch etwas größeren Hubraum der damaligen Zeit wurde dieses Fahrzeug dann doch in die Mittelklasse einsortiert. Normalerweise von der Größe her, das ist genauso auch beim Käfer schon so gewesen, müsste es eigentlich eine Klasse tiefer gelegt werden, deswegen war auch zum Marktstart von dem Typ 3, ja, von allen möglichen Fachpressen, die es dann damals schon gab, das alles schon so ein bisschen, ja, niedrig eingestuft worden. Da haben sie gesagt, ja, da gibt es halt Konkurrenten wie ein Ford Taunus oder ein Opel Rekord A, die da einfach in ihrer Größe, in ihrem Volumen oder beziehungsweise in ihrem Platzangebot einfach besser sind. Nichtsdestotrotz war das Fahrzeug dann trotzdem super, super erfolgreich. Das liegt einfach daran, dass das Fahrzeug in verschiedenen Varianten einfach verfügbar war. Es gab sowohl eine Stufen- als auch eine Schrägheck-Limousine und aber auch eine Variant
Limousine, besser bekannt als Kombi. Und ja, man weiß ja, in Deutschland Kombis sehr beliebt. Ist natürlich eine Geschmacksfrage. Wie ich zu Kombis stehe, weiß man vielleicht, wenn man die Let's Plays hier verfolgt. Das möchte ich jetzt aber nicht drauf näher eingehen. Auf jeden Fall gerade diese Kombi-Variante, also der Typ 3-Variante, war super, super, super erfolgreich. Und das hat dann auch vor allem gerade die Konkurrenz so ein bisschen, ja, auf die Seite gedrängt. Deswegen war der Typ 3 im Großen und Ganzen ein super, super erfolgreiches Fahrzeug. Wir hier haben den 1600er L, also eine Limousinen-Variante oder beziehungsweise im Englischen bekannt als Notchback. Super, super seltene Variante tatsächlich. Den gab es nicht sehr oft und ist mittlerweile, glaube ich, im guten Zustand sogar auch ein bisschen was wert. Muss man schon mal so sagen. Ja, 1600 steckt noch im Namen. Das liegt einfach daran, dass hier der größere Motor, nämlich namensgebender 1,6 Liter Motor, verbaut ist. Wir haben hier nämlich einen 1,6 Liter Boxer Vierzylinder Motor im Heck. Ja, das Fahrzeug auch dementsprechend heckangetrieben, also genauso wie beim Käfer. Großer Unterschied zwischen Käfer und diesem Fahrzeug hier ist, dass das Fahrzeug ein etwas flacherer Boxermotor hat. Das heißt, im hinteren Bereich oder der hintere Bereich allgemein nimmt nicht nur der Motor ein, sondern da gibt es auch ein bisschen Kofferraumplatz, sowohl vorne wie auch beim Käfer, aber auch hinten eben auch noch Kofferraumplatz, was eben beim Käfer nicht so der Fall ist. Zu den Leistungsdaten, die wir hier in diesem 1,6 Liter Motor drin haben. 54 PS, 110 Newtonmeter Drehmoment, Spitzengeschwindigkeit 135 km/h. Zu Release wollte ich jetzt sagen, weil das einfach so ein Wort ist, was man mittlerweile sagt. Zur Veröffentlichung natürlich des Fahrzeugs war ein 1,5 Liter Boxermotor drin. Deswegen war der Name damals auch Typ 3500. Aber wie gesagt, wir haben den 1600 L. So, jetzt gucken wir im Forza Vista-Modus mal ganz kurz rein. Da sehen wir dann auch gleich, wenn wir da vorne das Ding aufmachen. Da haben wir ein Ersatzrad sogar noch vorne drin, eben Kofferraumplatz. Dann haben wir hinten, wenn wir das jetzt aufmachen, normalerweise auch Platz, wenn ich nicht hier falsch informiert bin. Genauso ist es. Der Motorraum wird ja natürlich auch gleich aufgemacht noch, aber eben wenn man diese Zwischenklappe zumachen würde, hätte man hinten auch nochmal Stauraum. Und wie gesagt, in der Kombi-Variante hätte man halt natürlich nochmal mehr Platz. Und ich glaube, das hat dann diese geringe Größe des Fahrzeugs dann doch sehr erfolgreich werden lassen. Und vor allem auch dieser 1,6 Liter Boxermotor mit 54 PS. Das ist schon ordentlich für die damalige Zeit, auf jeden Fall. Ansonsten im Interieur ist jetzt nichts Weltbewegendes mit drin. Ich meine, Infotainment-Systeme und so weiter und so fort gab es damals noch nicht. Man hat auch hier so einen Schaltplan, wie die Schaltung funktioniert. Ja, ein guter Freund von mir, der hatte einen Käfer Cabrio und da gab es auch diese Schaltanzeige und er hat auch immer gesagt, dieser Rückwärtsgang, das ist wie so eine Hakenkreuz-Schaltung. Ja? Also nicht jetzt irgendwie falsch verstehen, aber guckt auch mal drauf, wenn ihr da ein bisschen, ich weiß nicht, kann ich da näher ranzoomen? Nee, nicht wirklich. Ne? Ja, oder mach mal, wenn ich in Fotomodus gehe vielleicht, könnte ich da näher ranzoomen. Nee, kann ich nicht. Wieso kann ich nicht näher ranzoomen? Ist doch blöd. Egal, auf jeden Fall der Rückwärtsgang, den muss man irgendwie so schräg reinlegen, dass er reingeht. Und deswegen ist immer eine ganz lustige Geschichte, wenn man bei diesen Fahrzeugen dann den Rückwärtsgang einlegen muss. Ja gut, dann würde ich aber sagen, wir wollen das Fahrzeug nicht nur anschauen, wir wollen auch wissen, was man im Fahrzeug verändern können. Deswegen gehen wir in den Upgrade-Shop und gucken mal rein. Wir könnten motortechnisch einen 2-Liter rein Vierzylinder VVT, also mit variabler Ventilsteuerung, einbauen. Wir könnten einen 1,3 Liter Wankelmotor reinbauen oder einen 2,5 Liter Boxer Vierzylinder Turbomotor wäre auch möglich einzubauen. Also die verschiedensten Varianten von Motoren, alles außer ein V-Motor. Der hatte keinen Platz, aber sonst kannst du alles Mögliche einbauen. Dann, wir könnten tatsächlich ein Allrad draus machen aus dem Heckantrieb oder wir könnten dem Ganzen auch natürlich noch ein Turbo oder einen Kompressor verpassen. Also auch Tuning-Möglichkeiten sind gegeben. Optisch können wir, da gibt es einiges. Da können wir ja die Dinge vorne ein bisschen abändern. Zusatzscheinwerfer gibt es auch noch oder alles wegmachen, um das Ding wirklich dann aussehen zu lassen wie so ein Boot. Hinten können wir, beziehungsweise wir können oben drauf noch so ein Gepäckgestänge, was auch immer drauf machen oder so eine Forsa Flügellippe. Hinten können wir dann wahrscheinlich auch das Ganze wegmachen, genau, oder halt cleanen, um halt so eine Rennwagenoptik oder sowas hinzubekommen. Bei den Reifen, da müsste es genug Auswahl geben, da haben wir Straßensport- und Rennreifenmischung oder Track, wenn du auf den Track-Strip willst. Reifenbreite von 165 vorne bis zu 205, dann von hinten auch von 165 sogar bis zu 265 an der Hinterachse. Also auch da ist einiges möglich. Ich werde jetzt nicht auf jedes Detail eingehen, aber so ein paar Sachen können wir mal angucken, wie wenn man ihn tiefer legen würde, wenn man Gewichtsreduzierung nochmal machen würde. Den knapp 1 Tonne schweren Fahrzeug könnte man tatsächlich auf, ja, 835 Kilogramm runterkriegen. Nur durch den Leichtbau, natürlich durch andere Teile wäre da noch vielleicht ein bisschen weniger drin.
Also von dem her einiges möglich. Auch so am Motor kann man einiges ändern. Hubraum wäre veränderbar. Leider in Motorsport ja nicht ersichtlich, auf was sich dann entsprechend der Hubraum ändert. Das ist ein bisschen schade. Auch hier gleich der Hinweis, das werde ich dann wahrscheinlich in diesem Review noch ein paar Mal sagen. Die Leistungsdaten, die ich hier notiert habe, diese Infos, die habe ich aus dem Real Life oder aus, sagen wir mal, nachprüfbaren Quellen. Ich beziehe mich nicht auf die Leistungseckdaten, die hier im Spiel sind, weil in Forza Motorsport irgendwie oder generell in Forza gern mal so ein bisschen die falschen Leistungseckdaten angegeben werden. Da haben die Fahrzeuge zum Teil deutlich mehr Leistung als das, was die Serie wirklich hatte. Oder sie haben sogar zum Teil auch weniger Leistung, als die Serie hatte. Also ich weiß nicht, nach welchen Kriterien die Sachen geprüft werden. Allerdings, ich beziehe mich dann wirklich auf diese nachprüfbaren Daten. Also da nicht wundern, wenn die Daten da so ein bisschen abweichen. Gut, ich würde sagen, das zu dem. Und deswegen gehen wir mal direkt auf die Rennstrecke und ich werde euch auch direkt den vollen Spielsound geben zu diesem Fahrzeug. Und gucken wir doch mal, wie der Boxermotor vom Volkswagen Typ 3 1600L so klingt. Jo, ich meine, was soll man groß sagen? 1,6 Liter, Vierzylinder-Boxermotor. Ich meine, dass man da jetzt keine mega, mega Soundkulisse erwarten darf. Sollte klar sein, auch die Leistung hält sich in Grenzen. Wie schon gesagt, 54 PS, 110 Newtonmeter Drehmoment, 135 km/h Topspeed. Gerade auch der dritte Gang, sehr, sehr langatmig übersetzt. Also man könnte schon echt davon ausgehen, dass sogar der vierte Gang nicht voll ausgedreht wird, sondern dass der auch schon fast zum Spritsparen verwendet wird. Gerade der Wechsel vom zweiten in den dritten Gang merkt man deutlich, wie die Drehzahl zurückgeht. Und man jetzt hier bei 120 knapp erst den vierten Gang schaltet. Jetzt natürlich bergab geht ein bisschen mehr Topspeed. Aber dennoch, ja, jetzt merkt man schon, wenn es jetzt wieder ein bisschen aufgeht, da geht es direkt zurück. Also da tut sich das Fahrzeug natürlich ein bisschen schwer. Ist jetzt ein Fahrzeug, was man definitiv tunen müsste, um einfach einen gewissen Spaßfaktor hier in Forza Motorsport zu haben. Hier in der Serie, denke ich, wird man nicht lange viel Spaß damit haben. Sei denn, man ist natürlich ein Nostalgiker, hat vielleicht selber mal so einen besessen, wenn man jetzt schon ein bisschen älter ist oder vielleicht der Vater oder der Opa, je nachdem, hat mal vielleicht so einen besessen oder so weiter, dann ist das vielleicht was ganz Besonderes. Wobei ich ja stark davon ausgehe, eben, dass diese Notchback-Variante vielleicht keiner besessen hat, weil, wie gesagt, die war eher selten. Bekannter war natürlich die Kombi-Variante, die auch deutlich mehr verkauft wurde. Ich glaube, rund 43-45% Marktanteil der Typ 3s, die verkauft wurden, als Kombi, wie gesagt, verkauft oder gebaut, wie auch immer. Gut, wollen wir gar nicht so viel Zeit verlieren, sonst wird das Review nur unnötig lang und wir haben noch viele fantastische Fahrzeuge vor uns. Deswegen springen wir zurück in die Garage zum nächsten Fahrzeug. Wir kommen zum 1993er Porsche 911 Baureihe 964 Turbo S Leichtbau. Ja, hierbei handelt es sich natürlich bei der Baureihe 964 um die letzte Generation der heckangetriebenen Turbo 911er. Obwohl es ja mit der 964er Baureihe bereits schon allradangetriebene 911er gab, beispielsweise der Carrera 4. Danach natürlich ab dem 390er Porsche und alle darauffolgenden 996, 997 und so weiter, war ja der Turbo dann Allrad angetrieben. So kennt man es heutzutage auch. Ja, wenn Turbo rauskommt, klar, der hat Allrad. Eben der 964er war eben noch der letzte oder die letzte Generation, die heckangetriebene 911er Turbos.
verbaut hat. Hier haben wir natürlich eine besondere Edition, nicht nur, dass es ein Turbo S ist, sondern es ist auch die Leichtbau-Variante, so hat sich das damals geschumpfen. Der wurde 1992 auf dem Genfer Autosalon als Designstudie vorgestellt. Daraufhin wurden dann allerdings trotzdem 86 Stück für die Kunden gebaut und ist damit wahrscheinlich einer der wohl seltensten 911er oder Serien 911er, die es denn so gab. Und es steckt ja eigentlich schon im Namen drin, Leichtbau. Man hat halt damals wirklich versucht, in dieser Designstudie wirklich so leicht wie möglich das Fahrzeug zu konzipieren. Das heißt zum Beispiel, bei den Türen wurden das Ganze durch Alu-Türen ersetzt. Insgesamt wurden halt Materialien verwendet, die einfach leichter waren. Und auch viele Sachen im Interieur wurden halt rausgeschmissen, um einfach so wenig Gewicht wie möglich irgendwie hinzubekommen. Und dadurch war dann dieses Fahrzeug tatsächlich knapp 180 Kilogramm leichter als ein normaler Turbo S der Baureihe 964. Kam dann damals auf ein Gewicht von 1290 Kilogramm, was natürlich ordentlich war. Ich glaube, nur der Carrera RS oder sowas hatte noch weniger, aber gut, das lag einfach auch daran, dass der natürlich kein Turbo und so weiter hatte. Das wie natürlich dann schon mal ein bisschen mehr. Zu der Motorisierung, die ist eigentlich gleich geblieben. Da haben wir einen 6-Zylinder-Turbo-Boxermotor mit ca. 380 PS und 490 Newtonmeter Drehmoment. Hier auch der Hinweis, wie schon beim Volkswagen Typ 3 gerade, eben die Daten, die ich hier beziehe, sind die Daten, die ich halt natürlich aus verschiedenen Quellen aus dem Internet habe. Die können natürlich fehleranfällig sein, beziehungsweise die sind halt auch meistens nicht deckungsgleich mit den Leistungseckdaten, die wir hier im Spiel haben. Hier haben wir meistens etwas mehr Leistung, beziehungsweise in diesem Falle tatsächlich das Drehmoment ist hier ein bisschen weniger. Wir haben hier, glaube ich, 470 Newtonmeter. In Real Life, wie gesagt, hatte er eigentlich 490 Newtonmeter Drehmoment. Aber an dem müssen wir uns nicht aufhalten. Wir gucken uns das Fahrzeug auch hier mal im Detail an und schauen mal, wie das Ganze ausschaut. Gerade im Interieur müssten wir eigentlich schon das Geringste sehen, beziehungsweise halt sehr wenig sehen, dass da eigentlich wirklich aufs Nötigste gespart wurde. Man sieht schon, die ganze Innenverkleidung wurde auch abgenommen und so weiter. Und diese typischen, Porsche, wie soll ich sagen, Laschen, um die Tür aufzumachen und so weiter, sind auch hier schon zu finden. Das ist ja heutzutage immer noch mal. Was mir auch sehr schön gefällt, dieses Detail am Lenkrad. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, dass eben der Turbo-Schriftzug da am Lenkrad angebracht ist. Also, wie ich finde, ein super, super schönes Fahrzeug. Aber gut, 911, das ist, wer das nicht weiß, ich bin halt ein Porsche-Fan. Ja, und gerade 911 ist natürlich immer was ganz Besonderes. Und gerade auch dann eben so eine besondere Edition. Das müsste hier auch stehen, genau hier. Super. Was steht da? Supercar Champion. Ah, genau, die sind in der IMSA damals eben Champion geworden und glaube, daraufhin wurde dann auch diese Studie gebaut, so als Hommage auch so ein bisschen dafür. Und hier haben wir auch den Motor nochmal. Sehr schön. Viel Liebe ins Detail hier wieder umgesetzt, das Ganze. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch diese zwei Endrohre links und rechts. Ja, die 964er Baureihe, eine wirklich sehr schöne Baureihe, war ja die Baureihe dann nach dem G-Modell, also nach dem Facelift 911 war, wenn man so möchte. Und damit, kann man jetzt sagen, die zweite oder die dritte Generation, wenn man will. Also ich würde jetzt sagen, es ist schon die dritte Generation, aber das kann man jetzt formulieren, wie man möchte. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach auch hier direkt mal an, was man so tuningtechnisch so machen könnte an dem Fahrzeug. Das ist bestimmt sehr interessant. Umbauten, da gucken wir doch mal, was könnten wir denn machen. Wir können auf einen 6,2 Liter V8 gehen, okay, finde ich ein bisschen doof. Auch ein 5,4 Liter V8 finde ich blöd. Ich hätte es cool gefunden, wenn man irgendwie den 4 Liter Boxer-Saugermotor oder so weiter aus dem GT3 RS oder sowas reinbauen hätte können. Das hätte ich jetzt noch irgendwie cool gefunden, aber das, finde ich, gibt jetzt keinen so Sinn, da so ein V8 hier reinzubauen, aber okay. Ist halt auf jeden Fall möglich. Wir könnten tatsächlich nachträglich wirklich ein Allrad umrüsten, ja, so wie es damals hätte schon vielleicht sein können, weil wie gesagt, der Carrera 4 der damaligen Baureihe hatte ja schon Allrad, nur eben der Turbo noch nicht. Das kam dann erst mit der 993 Baureihe. So. Dann gucken wir mal, Aerodynamik, Frontstoßstange, da gibt es auch was von Porsche und, okay, das ist ja auch mal interessant. Also wir können tatsächlich diese typische 911er Optik von der Optik ein bisschen flach legen, ist ja damals auch nicht untypisch gewesen, gerade bei den Rennmodellen, einfach um bessere Aerodynamik bzw. bessere Windschnittigkeit zu garantieren. Also das ist quasi auch möglich, diese Optik anzulegen oder eben halt natürlich die Forza-Splitter. Ist natürlich jetzt Geschmackssache, ob man das tut.
aber muss man nicht. Und dann kann man hier hinten noch so eine Mini-Lippe anbringen, um einfach nochmal ein bisschen mehr Downforce zu generieren. Alles klar. Ja, wunderbar. Dann Reifen. Ich denke mal, da kann man halt auch wieder die verschiedenen Mischungen durchgehen. So ist es auch. Alles Mögliche dabei. Reifenbreite ist noch interessant. 235 vorne in der Serie. Bis zu 275 kann man erweitern. Hinten 265 in der Serie, was schon echt ordentlich ist für die damalige Zeit. Bis zu 345, das ist natürlich eine Ansage, definitiv. Kann man mal machen, würde ich sagen. Ja, auch hier können wir mal vielleicht gerade gucken, das Ding ein bisschen tiefer legen. Ja, wäre möglich. Und auch natürlich Gewichtsreduzierung. Kann man beim Leichtbau wirklich noch weniger Gewicht machen? Anscheinend ja. Man kann hier... Ja, auf 1,1 Tonnen runter. Ja, dann ist es ein super Leichtbau. Nennen wir es einfach mal so. Das könnte man machen. Ja, ansonsten halt natürlich am Motor die verschiedenen Sachen. Den Turbo könnten wir jetzt auch nochmal mit ein bisschen mehr Leistung bestücken. Wäre alles auf jeden Fall möglich. Aber auch hier würde ich sagen, lassen wir einfach mal den Motorenklang sprechen. Zumindest mal so, wie er hier im Spiel umgesetzt ist. Und gucken mal, wie das Fahrzeug sich denn so handeln und wie es halt lässt und wie es halt eben so klingt. Ja, das klingt doch ganz cool und was ich noch viel cooler finde, ist eigentlich so die Fahreigenschaft. Der fährt sich richtig, richtig knackig um die Ecken. Also ja, der Leichtbau merkt man auf jeden Fall an dem Fahrzeug. Richtig, richtig cool, macht auf jeden Fall Spaß zu fahren. Und ja, was mir halt so ein bisschen auffällt, ist eigentlich so ein bisschen in der Historie. Wenn man mal guckt, in der nachfolgenden Baureihe, in der 993 Baureihe, gab es ja den 911 GT2 zum ersten Mal. Und der GT2 ist ja eigentlich nichts anderes als die heckangetriebene, renntauglichere Variante des Turbo, beziehungsweise des Turbo S. Und den gab es ja damals noch nicht. Deswegen könnte man jetzt eigentlich schon so ein bisschen behaupten, dass der Turbo S Leichtbau so der geistige Vorgänger des GT2 ist. Könnte man, glaube ich, schon so sagen. Ja? Während eben, um das einfach nochmal auszuführen für die Leute, die es eben nicht wissen, der GT3 oder beziehungsweise damals der Carrera RS halt eben die sportliche oder die renntauglichere Straßenvariante des normalen 911 Carrera ist. Ja? Also nochmal zusammengefasst, GT2 beziehungsweise GT2S ist so die rennsportbrachiale, brutale Variante des Turbo oder beziehungsweise Turbo S mit Heckantrieb in der heutigen Zeit. Und eben der GT3 bzw. GT3 RS bzw. damals der Carrera RS ist eben entsprechend das Pendant dazu zum ganz normalen 911 Carrera. Und eben deswegen würde ich halt so ein bisschen behaupten, da es ja natürlich damals den Turbo noch nicht mit Allrad gab
und eben den GT2 damals auch noch nicht gab, könnte das ja so ein bisschen so der geistige Vorgänger gewesen sein. Würde auf jeden Fall so ein bisschen passen, auch so dieses Brachiale. Vor allem so RS-Modell-mäßig, ne? So viel einfach Gewicht raus und so weiter, um einfach möglichst bestliche Performance irgendwie hinzubekommen. Gut, egal. Wir machen weiter, sonst wird das Ganze wirklich zu lange. Auch wenn ich sehr gerne lange bei einem Porsche verweilen würde, kommen wir einfach jetzt zum nächsten Fahrzeug dieses Carpacks. Wir kommen zum 1968er Subaru 360 und das war auch das erste Großserienmodell von Subaru. Also damals hat mit der Marke alles so angefangen und ich glaube so ein bisschen an der Optik und auch von der Form kann man schon so ein bisschen sagen, das ist so ein bisschen der japanische Käfer. Unter dem war er auch bekannt, beziehungsweise in Japan hat er dort auch den Kosenamen Mai-Käfer enthalten. Gut, er ist jetzt nicht unbedingt gerade jetzt von der Farbgebung wie ein Maikäfer, aber ja, wie so ein Käferchen ist er auf jeden Fall aufgebaut. Man muss sagen, ein bisschen kleiner noch. Also ja, groß ist er nicht, aber ohne jetzt irgendwelche Klischees befüllen zu wollen, aber die japanische Durchschnittsgröße ist, glaube ich, auch ein bisschen kleiner, oder? Also das könnte man, glaube ich, nachprüfen. Könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege. Wie gesagt, ich möchte jetzt keine Klischees oder so weiter hier irgendwie befüllen. Aber von dem her, vielleicht passt es ja dann auch ein bisschen besser oder wie auch immer. Ich verrenne mich, glaube ich, gerade. Bleiben wir mal lieber bei den Fakten. Entschuldigung. Das Fahrzeug selber hatte einen rein Zweizylinder-Zweitaktmotor mit 0,36 Liter Hubraum und hatte in verschiedensten Varianten zwischen 16 und 25 PS, hatte einen Heckantrieb und eine Höchstgeschwindigkeit bis zu 90 km/h und die Beschleunigung von 0 auf 80, ja, weil 100 halt nicht ging, ne? Weil wie gesagt, Vmax 90 km/h, also von 0 auf 80 hat das Fahrzeug in unglaublichen 36 Sekunden beschleunigt, also nicht gerade schnell. Allerdings, damals war es halt so, dass in Japan, wenn man halt ein Fahrzeug unter dieser 0,36 Liter Hubraumgrenze auf den Markt gebracht hat, hat es halt in Japan als Kleinstwagen gezählt. Das waren dann auch diese sogenannten Kai-Cars. Ist vielleicht für den einen oder anderen auch ein Begriff. Und dadurch, die waren halt sehr, sehr steuergünstig zu erwerben. Und dementsprechend waren die halt auch sehr, sehr beliebt. Nicht so beliebt, muss man tatsächlich aber sagen, war dieser Subaru, der war nicht so sonderlich. Er wurde zwar später sogar auch noch in die USA importiert durch eine Firma von namens Malcolm Pricklin oder sowas, aber dort halt noch weniger erfolgreich, als es tatsächlich in Japan der Fall war. Also da kam nicht so gut an. Also der Originalkäfer, wenn man so möchte, war auf jeden Fall erfolgreicher. Nichtsdestotrotz zählt er zu den Geschichtsbüchern hinzu, weil wie gesagt, damals fing alles bei Subaru so an und wenn man das Fahrzeug jetzt so sieht und wahrscheinlich, wenn wir es auch gleich gefahren haben, weil die Leistungsdaten sprechen jetzt nicht von einem Monster, kann man sich, glaube ich, fast nicht vorstellen, dass diese Marke später wirklich so Rallye-Erfolge gefeiert hat und Fahrzeuge wie ein WRX STI oder sowas auf den Markt gebracht hat. Aber naja, jeder fängt halt mal irgendwie klein an und in dem Fall klein ist wirklich das absolute richtige Wort. Ansonsten, ja, vom Aufbau her sehr ähnlich wie halt eben auch beim Käfer. Also wir haben jetzt zwar keinen Boxermotor, aber wir haben auch den Motor hier hinten drin. Eben auch die Hinterachse wird angetrieben. Und halt auch so die Form. Also sieht halt aus wie so ein echt noch kleinerer Käfer. Und ach, guckt euch das mal an, wie klein. Da habe sogar selbst ich mit meinen 1,76 wahrscheinlich Platznöte. Ja? Und ich bin da gerade echt nicht anspruchsvoll, was Größe angeht. Aber das ist ja, würde ich mal ganz gern neben eine Isetta stellen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass selbst die Isetta größer ist. Jetzt mal ohne Flachs. Ich meine, der Name 360, ne, würde ja irgendwie passen. So 360, 360 Grad, Kugel. Ja, gut, egal. Machen wir uns nicht drüber lustig, aber man kann es fast nicht ohne. Wir gucken trotzdem mal rein, was bei einem Upgrade denn so möglich ist. Das würde mich jetzt schon mal ganz gerne interessieren. Motor können wir tatsächlich wechseln auf einen rein Vierzylinder VVT, also variable Ventilsteuerung, 1,3 Liter Wankelmotor, Entschuldigung. Dann einen 2,5 Liter Vierzylinder-Boxer-Turbomotor, also genau dasselbe, wie wir eben schon beim Typ 3 Volkswagen hier im Carpack gesehen haben. Also genau dieselben Motoren wären hier möglich. Antrieb, wir könnten tatsächlich auf ein Allrad wechseln, was ich mir nicht vorstellen könnte, dass das gehen würde. Aber dann könnten wir auch das Ganze nochmal im Turbo bestücken. Optisch, da ist einiges möglich. Da können wir die Stange vorne abändern in verschiedensten Varianten oder wegmachen. Okay, hinten ist es ja ein zusätzlicher Heckflügel oder so ein Vorsaflügel. Wahrscheinlich hier die Stange auch nochmal abändern.
Genau so ist es. Und hier können wir nochmal eine zusätzliche, eine andere Abdeckung für die Lüftung. Okay. Wo ist jetzt hier der Unterschied zur Serie? Ah, die Dinge hinten sind weg. Die Flaps sind weg. Alles klar. Und die Motorhaube, beziehungsweise die Kofferraumhaube, besser gesagt, könnte man ändern, aber es ist dann doch das Dach. Und es ist jetzt so ein... Hat man da mehr Platz? Ist es höher? Nee, das ist nur eine andere Farbe, ne? Ja, das ist eine andere Farbe. Ist sogar flacher, oder? Weiß gar nicht. Nee, es hat eine andere Form. Es ist so ein bisschen sportlicher. Und es ist 6 Kilo leichter. Ja. Dann Reifenmischung. Klar, da ist natürlich einiges möglich. Reifenbreite, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Wir haben 125, immerhin. Können auf 175 gehen. Und hinten auch von 125 auf 215. Das ist ja, ne, wenn man es vergleicht zum 911er, wo wir ja gerade waren. Was mich jetzt aber interessiert, ist die Felgengröße. Das kann man jetzt, das kann man ja hier nachgucken bei den Reifen, oder? Da steht es ja dabei. 10 Zoll Felgen. Schlecht. Mama, das müsste ja eigentlich lustig aussehen, wenn man moderne Felgen, die es hundertprozentig nicht als 10-Zoll-Variante gibt, hier drauf machen würde. Aber Moment, wenn ich mal so ganz, ganz verrückte Felgen. Als ob. Gut, das ist jetzt halt so, was halt einfach unrealistisch ist, aber. Naja, süß. 10-Zoll-Felgen. Warum nicht, ne? Kann man mal machen. So, wir gucken mal weiter, was man machen könnte. Wir könnten das Ding noch ein bisschen runterlegen. Wir könnten noch mehr Gewichtsreduzierung, wobei viel geht ja nicht mehr. 518 können wir auf 582 Kilogramm. Okay, das ist gut wie nichts. Dann können wir noch, ja, am Motor sonst halt noch einiges ändern. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich diese brachiale Leistung von 25 PS, was wir hier, glaube ich, haben, einfach mal ausfahren und diese Beschleunigung von 0 auf 80 mal wirklich komplett erleben. Deswegen machen wir eine kurze Testfahrt. Und ja, dann sehen wir bzw. hören uns gleich auf der Strecke wieder. Beschleunigung. Mich drückt sowas von in den Sitz. Das ist unglaublich. Okay. Ich mache mich schon sehr über das Fahrzeug lustig, ich weiß. Aber irgendwie ist es ja auch ein Spaßfahrzeug. Ja. Irgendwo. Aber ich meine, süß ist es ja. Der Fahrer, wer da vor allem in so einem Rennsitz, der so eingepfercht da drin sitzt. Mega, mega geil. Ja, gut. Ich meine, was soll man groß sagen? Ich glaube, wir ziehen mal die Beschleunigung jetzt hier mal voll durch. Immerhin schaffen wir es wahrscheinlich mit dem Fahrzeug, die Topspeed sogar zu erreichen. Auf dieser kurzen Gegend gerade von Mugello vielleicht sogar schon. Nee, das vielleicht nicht, aber wir kommen immerhin. Also wir schaffen immerhin die 0 auf 80. Und ich glaube nicht, dass wir die angegebenen 36 Sekunden gebraucht haben. Das ist hier in Forza ein bisschen schneller vonstatten gegangen. Ja. Wir schaffen sogar die 90 km/h, wobei jetzt geht es auch ein bisschen bergab. Hatte der wirklich 4 Gänge? Ich meine, der hat nur 3 gehabt. Kann mich aber auch irren. Spiel hat auf jeden Fall 4. Und fährt über 100 Sachen. Ja, sieh mal einer an. Gut, es geht auch bergab, aber trotzdem. Und hey, guck mal, das Fahrwerk hält's aus. Richtige Sportmaschine. Ja, ich denke mal, tuningtechnisch kann man da noch einiges rausholen, definitiv. Aber ansonsten lohnt es sich jetzt nicht, dann eine mega lange Testfahrt zu machen. Ich denke, dazu gibt es Fahrzeug zu wenig her. Aber hier so ein kleiner, süßer Ersteindruck hat der Maikäfer hier schon mal so ein bisschen vorangegeben.
Ja gut, apropos Käfer, das ist ja immer ein wiederkehrendes Wort so ein bisschen, nachdem wir jetzt den Typ 3 hatten, jetzt natürlich auch den 360, der da auch irgendwie in Konkurrenz stand, beziehungsweise der Maikäfer, der in Konkurrenz zum Käfer stand. Ja, kommen wir von diesem Typus nicht so ganz los und das nächste Fahrzeug gehört definitiv auch in diese Ära mit dazu und deswegen würde ich sagen, zurück zur Garage und wir schauen uns ein echter Klassiker der damaligen und vielleicht auch der heutigen Zeit an. Und zwar den von 1948 bis 1988 gebauten Citroën 2CV oder besser bekannt in Deutschland als die Ente. Wir haben hier die 1970er Variante und ich meine, was soll man sagen zur Ente? Ja, also ich sag's, weil wir sind in Deutschland, ich bin damit aufgewachsen, Ente ist ein fester Begriff, ich sag nicht 2CV. Also für alle, die das so ein bisschen genauer nehmen, die Ente. Ja, was soll man sagen? Oft belächelt dieses Fahrzeug, definitiv. Aber ich denke, gerade auch bis in die heutige Zeit nicht mehr wegzudenken. Genauso wie der Käfer ist dieses Fahrzeug einfach ein absolutes Kultfahrzeug geworden und ist es auch immer noch. Und ich glaube auch, jeder, der eine gut funktionierende Ente noch zu Hause stehen hat, ist, glaube ich, auch stolz drauf, so eine noch zu haben. Für die damalige Zeit, muss man sagen, und so lange ist die Zeit eigentlich noch gar nicht her, weil, wie gesagt, bis 1988 noch gebaut worden, 40 Jahre gebaut und in Entwicklung, wenn man so will, auch noch schon länger, weil das die Ente oder die ersten Konzepte der Ente sind ja auch sogar vor dem Zweiten Weltkrieg entstanden und dann halt während dem Zweiten Weltkrieg auf Eis gelegt und dann erst danach eben veröffentlicht worden, beziehungsweise dann auch der Öffentlichkeit präsentiert worden. Ja, nichtsdestotrotz, was hat die Ente so besonders gemacht? Oder es war nicht auf jeden Fall, das Design würde ich jetzt nicht sagen, dass der so wahnsinnig toll war, weil ich glaube auch gerade in Holland oder in den Niederlanden, besser gesagt, wurde es ja auch als das hässliche Entlein beschrieben. Und so war es ja dann auch, dass wir Deutschen das übernommen haben und es dann auch wirklich Ente getauft haben. Das hässliche haben wir halt natürlich vorne dran weggelassen. Aber ja, man kann ja schon sagen, es ist jetzt nicht eine Schönheit. Aber was halt das Fahrzeug besonders gemacht hat, war, es war super, super günstig in der Anschaffung und vor allem super, super günstig sich im Unterhalt. Auch wenn Teile kaputt gegangen sind, es war kein Problem, die auszutauschen und sonst irgendwelche Dinge. Das war halt das ganz Besondere an diesem Fahrzeug. Und deswegen avancierte dieses Fahrzeug auch in Deutschland dann relativ schnell zum Studentenauto. Denn ja, ein Student, meistens nicht so viel Geld. Ja, ich weiß, wovon ich rede, ich bin selber Student. und dann ist natürlich so ein kostengünstiges und vor allem auch im Unterhalt günstiges Fahrzeug natürlich eine super Sache. Des Weiteren war das, die Ente dann auch relativ schnell ein Statussymbol für die Leute, die eben kein Statussymbol gesucht haben. So kann man das, denke ich, auch formulieren. Das heißt, man hat damit halt auch ausgedrückt, hey, ich pfeife auf Marken und weiß ich was, ich fahre eine Ente, ich brauche sowas nicht. Ja, zu den technischen Details, die Ente hatte einen Zweizylinder-Boxermotor vorne eingebaut mit Frontantrieb, also wenn man so möchte, gerade das Gegenstück zum Käfer, der hatte ja einen Boxermotor hinten eingebaut mit Heckantrieb, eben wie gesagt hier vorne eingebaut mit Frontantrieb. Es gab verschiedene Varianten natürlich innerhalb dieser 40 Jahre, von einem 0,375 Liter bis zu einem 0,6 Liter Motor, von 9 bis 29 PS und die Topspeed reichte von 60 bis 115 km/h. Also auch wieder kein mega Highspeed-Monster natürlich, aber in der Entwicklung ist schon ein bisschen was passiert. Muss natürlich hier auch an der Stelle wieder dazu sagen, dass hier in Forza wieder ganz andere Werte herrschen. Hier haben wir zum Beispiel 33 PS, glaube ich. Es gab eigentlich nie eine 33 PS Variante, zumindest mal nicht in der Serie. Hier im Spiel ist es jetzt halt so, aber ich habe es schon in den vergangenen Autos jetzt hier gesagt. Die Werte, die ich hier halt zu Rate ziehe, sind die, die es halt tatsächlich halt so, beziehungsweise im Internet auch so hinterlegt sind. Hier im Spiel, wie sie da sind, kann natürlich immer so ein bisschen ja, davon abweichen. Im Großen und Ganzen kann man aber sagen, zu Ende, es war oder ist eines der simpelsten Fahrzeuge, die je gebaut wurden, die aber halt auch super, super gut funktioniert haben. Ja, das Ding ist wirklich kein komplexes Monstrum. Es ist wirklich, das hat vier Reifen, es hat halt natürlich Federn, Motor, Getriebe, Türen, Dach, fertig, Ende, aus, ist es damit. Und dadurch ist es aber halt auch irgendwie so Kult geworden. Gut, wir gucken es uns trotzdem jetzt mal ganz kurz noch an. Natürlich, nicht nur immer lange schnacken, gehört aber natürlich zu diesem Review dazu. Hier vorne haben wir den Motor. Sitzen, wobei vom Motor sieht man nicht viel, da müssen wir ein bisschen tiefer gucken. Hinten haben wir natürlich noch ein bisschen Stauraum. Ja.
Ganz ordentlich eigentlich. Ah, 4 Personen haben auch Platz, ist ja auch was, ne? Anders wie gerade beim Subaru 360. Ja, und innen natürlich alles relativ ja, schlicht. Ja, da gibt es natürlich auch noch keine Mega-Navi-Infotainment und sonstigen Systeme. Wie gesagt, wir haben hier das 1970er-Modell, beziehungsweise hinten sehen wir auch den 2CV6, glaube ich, hat man gesehen, haben wir hier, um das einfach auch mal hier richtig einzusortieren. Ja. Was ich noch aufgeschnappt habe, das habe ich jetzt gar nicht mit mir auf mein Stichwortblatt geschrieben, das 2CV, eigentlich damit zustande kam der Name, das hat was mit der Steuerklasse in Frankreich zu tun gehabt. Und das war halt irgendwie eine der, oh guck mal, hier haben wir auch noch was bei Leistungsdaten, wusste ich gar nicht, dass das ab und zu dann irgendwann kommt. Genau, und ja, irgendwie mit der Steuerklasse zu tun gehabt hat, deswegen hieß die Ente oder der Citroën 2CV auch zwischenzeitlich mal, je nach Ausführung, sogar 3CV, weil er dann eine andere Steuerklasse gekommen ist oder wie auch immer. Also total lustig, einen Fahrzeugnamen nach der Steuerklasse irgendwie anzugeben. Warum auch immer. Also dieses 2CV hatte nichts tatsächlich mit den 2 Zylindern zu tun, wie manche annehmen, sondern sich mit der Steuerklasse in Frankreich. So als mal als Funfact reingestreut. So, jetzt aber kommen wir zum Tunen, zu den Upgrades. Gucken wir mal, was wir auch hier umbauen könnten. Ich könnte mir vorstellen, beim Motorswap sehen wir wieder die gleichen Motoren wie gerade eben, oder? Ja, doch. Also ein 2 Liter rein 4-Zylinder VVT haben wir auch hier wieder und den 1,3 Liter. Wieso, wenn ich 2 Rotor lese, brauche ich immer ewig, um auf Wankel zu kommen? Das verwirrt mich jedes Mal. Ja, Wankelmotor. So. Dann, wir könnten auf einen Heckantrieb oder sogar auf Allrad wechseln und wir könnten ein Turbo oder sogar ein Kompressor dem Ganzen verpassen. Optisch wäre auch noch ein bisschen was möglich. Gut, wir können halt die Dinge vorne wegmachen wahrscheinlich. Ja, es gab super viele Varianten, muss man auch sagen, zum Citroën. Ich habe da jetzt auch nicht alles aufgegriffen. Es gab jetzt zum Beispiel auch die 4x4 Sahara Edition. Das war dann mal eine Allrad-Variante davon und so weiter und so fort. Also, ja, wie gesagt, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Vielleicht kommt ja so eine Edition auch mal dann in Horizon oder sowas. Würde ja da Sinn machen. Dann kann man da nochmal drauf eingehen. Reifen 125er können wir auf 175 an der Front. Und hinten entsprechend das gleiche Spiel können wir entsprechend abändern. Und auch sonst halt einfach die typischen Teile, die halt eben möglich sind. Auch Gewichtsreduzierung von 682 Kilogramm hier im Spiel auf 593 runter. Also ein bisschen Gewichtsreduzierung ist allein dadurch schon möglich am Motor. Sind natürlich auch die verschiedensten Variablen möglich daran, was zu verändern, um einfach nochmal ein bisschen mehr Leistung aus dem 2-Zylinder-Boxermotor rauszuholen. Beziehungsweise man kann auch den Hubraum, also quasi den verändern, also vom quasi 0,6 Liter, den wir hier höchstwahrscheinlich drin haben, vielleicht sogar auf einen ganzen Liter hochgehen oder so. Weiß ich nicht, ja, müsste vielleicht sogar gehen. Würde vielleicht sogar Sinn machen. Ja, egal. Ich würde sagen, auch hier machen wir natürlich eine kurze Testfahrt und gucken wir mal, wie sich die Ente so fahren lässt. Ja, auch hier haben wir natürlich kein Geschwindigkeitsmonster, das muss man schon sagen. Also in diesem Carpack wären wir bis jetzt noch nicht so wirklich ja, schockiert, was die Geschwindigkeit angeht. Also bis jetzt natürlich der 911 Turbo S
schon die Spitze gewesen. Und ja, ich denke, das wird sich dann noch ändern. Aber klar, die Ente, einfach ein Kultfahrzeug, das muss man schon sagen. Ist jetzt auch, glaube ich, kein Fahrzeug, was man jetzt irgendwie ständig ausführen wird auf den Rennstrecken hier im Spiel. Ist wahrscheinlich auch ein Fahrzeug, was eher dann in den Horizon-Teilen vielleicht sogar zu mehr Einsätzen kommt, aber auch dann nur, wenn man tatsächlich ein bisschen dran was tunet, ein bisschen was verändert, auch hier in der Serie, glaube ich. Ja, wenn man natürlich einen Bezug zum Fahrzeug hat, wie ich es eigentlich schon auch gesagt habe in den letzten Fahrzeugen, wenn man halt eben entsprechend vielleicht selber mal sowas besessen hat oder der Vater oder der Großvater oder so weiter mit sowas unterwegs gewesen ist, dann hat man da vielleicht einen anderen Bezug dazu und hat auch mal wirklich immer Bock, das Ding digital hier irgendwie auszuführen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, muss man da auch hier jetzt nicht irgendwas übers Knie brechen. Das Fahrzeug, ja, ist jetzt kein Wunderwerk der Technik. Im Prinzip, das war ja auch das Besondere an der Ente, dass sie eben sehr schlicht war, sehr einfach war, aber halt einfach funktioniert hat. Das war ja das Besondere daran. Also das Besondere war, dass es eigentlich nicht besonders war. So muss man sagen. Aber es hat funktioniert. Und das war der Punkt. Und es war nicht teuer. Und deswegen halt auch irgendwie Kult. Und natürlich das Dach, was man wegklappen konnte oder nach hinten schieben konnte. Guck mal hier, 100 Sachen. Da haben wir drauf. Da ziehen wir jetzt nochmal durch hier auf dem Bugatti Circuit von Le Mans. Und jetzt hier bei 107 km/h die harte Bremsung. Ja, cool. Aber auch hier machen wir direkt weiter. Drei Fahrzeuge haben wir noch und ich kann euch jetzt schon mal versprechen, jetzt wird es auf jeden Fall ein bisschen wild. Jetzt wird es ein bisschen schnell. Nachdem wir uns jetzt genug entspannt haben, können wir jetzt mal so richtig auf die Kacke hauen. Wir kommen zum 1967er Nissan R380 MK2. Und ja, bei diesem Fahrzeug möchte ich dich ein bisschen, ja, auf eine Geschichtsreise so ein bisschen mitnehmen, um einfach mal so ein bisschen darzulegen, wo wir uns denn da aktuell überhaupt befinden. Klar, 1967 habe ich gerade gesagt. Wir gehen aber nochmal 2 Jahre zurück, und zwar ins Jahr 1965. Und da baute nämlich Prince Motor Company den Mittelmotor-Rennwagen R380, also den MK1, wenn man so möchte. Und da war das große Ziel, die übermächtigen Porsche der damaligen Zeit beim großen Preis von Japan zu besiegen. So viel kann man eigentlich auch schon sagen. Das hat er auch geschafft tatsächlich, aber dazu gleich auch nochmal mehr. Aber warum und wieso wollte denn Prince Motor Company die Porsche unbedingt besiegen? Was hat die denn so angefuchst? Wenn wir da nämlich nochmal ein Jahr zurückgehen, nämlich ins Jahr 1964, da hat nämlich Prince einen Nissan Skyline 2000 GT mit ihrem Prince G7 Reihen 6-Zylinder Motor ausgestattet und leider aber gegen den damaligen Porsche 904 GTS, der ja einen Mittelmotor besaß, verloren. Schlimm noch dazu war, dass der Porsche nicht werkseitig eingesetzt wurde, sondern von einem Privatteam. Und da hat sich dann eben Prince gedacht, hey, okay, dieser Mittelmotor, ich glaube, den brauchen wir auch, um eben eine Chance zu haben beim großen Preis von Japan. Und deswegen haben sie gesagt, da bauen wir eben ein eigenes Fahrzeug. Und das war eben dann der R380. 1966 eben ist er dann auch zum Einsatz gekommen. Wie gesagt, 65 gebaut. Es gab 65 auch keinen großen Preis von Japan. Deswegen konnten sie ihn da auch nicht gleich einsetzen. Deswegen 66 dann erstes Mal eingesetzt. Und haben dann auch, wie gerade eben schon verraten, die Porsches dann auch besiegt, die damals dann auch schon mit dem Nachfolger des 904 an den Start gegangen sind, nämlich mit dem Porsche 906. Und ja, das war dann natürlich ein großer Erfolg. Allerdings, um das jetzt auszuführen, denn wir sind hier ja beim MK2 und damit auch beim 1967er Modell, da fusionierte nämlich dann Prince mit Nissan und die haben dann zusammen eben die Weiterentwicklung entwickelt, des R380, infolgedessen der MK2, den wir hier jetzt auch haben. Und der ist natürlich dann auch wieder beim großen Preis von Japan angetreten mit seinem Skyline G Reihen 6-Zylinder Motor, der immer noch natürlich von Prince stammte. Der hatte 220 PS, 210 Newtonmeter Drehmoment. Das ganze Fahrzeug wog 640 Kilogramm. Allerdings, ja, blieb dann alles quasi beim Alten. Porsche hat dann wieder dominiert. So viel ist der End der Geschichte. Was lernen wir aus der Moral der Geschichte? Ja. Keine Ahnung, sucht euch was aus, was wir daraus lernen. Also quasi, sie haben was Neues gebaut, haben es dann geschafft, die zu besiegen und dann ein Jahr drauf, als sie dann mit Nissan funktioniert sind, lief es dann trotzdem nicht. Obwohl der MK2 natürlich besser ist als der normale R380, aber am Ende hat es halt dann doch nicht gereicht. Dennoch, das Fahrzeug sehr erfolgreich gewesen, denn Nissan hat dann mit diesem Fahrzeug noch versucht, mehrere
Rekorde zu brechen, was Landfahrzeuge angeht. Und die haben dann auch im gleichen Jahr noch, also 1967, glaube ich, bis zu 7 Geschwindigkeitsrekorde für Landfahrzeuge gebrochen. Und ich meine, guckt euch das Fahrzeug an, super, super windschnittig. Ich meine, gut, der Porsche 906 von der Form auch sehr ähnlich. Aber wie gesagt, der war dann halt einfach ein bisschen stärker. Nichtsdestotrotz, cool, dass er drin ist. Ich meine, weitere Fahrzeuge der Kategorie sind ja immer gut. Das kann man ja schon mal so sagen. Wir selbst sind ja noch gar nicht selber in dieser Kategorie unterwegs gewesen im Let's Play. Deswegen gute Chancen, dass wir den vielleicht auch noch mal sehen. Ich glaube, im Motorraum können wir gar nicht reingucken. Da können wir den reinen Sechszylinder gar nicht sehen. Aber wir können uns immerhin mal reinsetzen in diesen Rennwagen der damaligen Zeit. Und ja, es schaut auf jeden Fall schon sehr cool aus. Kann man schon sagen. Also ich meine, die hätten es jetzt auch weiterhin mit einem Skyline 2000 GT probieren können. Aber ich glaube, der sieht doch schon ein bisschen schnittiger aus. Das kann man, glaube ich, schon mal schon so sagen. Gut, auch hier gucken wir uns natürlich in der Garage mal an, was wir denn so an den Upgrades ändern könnten an diesem Fahrzeug. Bin ich auch mal sehr gespannt. Wir könnten einen 2,6 Liter rein 6-Zylinder Twin-Turbo reinbauen, einen 3,2 Liter rein 6-Zylinder und einen 3 Liter V8 Racing-Motor. Des Weiteren könnten wir Allrad verbauen, was aber jetzt nicht so viel Sinn macht. Und wir könnten noch ein Turbo draufklatschen. Das wäre natürlich auch mal eine interessante Art und Weise. Wir könnten vorne eine zusätzliche Lippe montieren, sowie einen kleinen Heckflügel, um einfach mal aerodynamischen Anpressdruck zu generieren, was ja damals nicht so üblich war. Da hat man ja eher geguckt, dass man sehr windschnittig ist. Von der Reifenbreite standardmäßig 165 vorn, kann man auf 205 gehen und hinten von 205 auf 265. Da sieht man auch, dass das Fahrzeug relativ klein ist. Ja, das ist, wirkt vielleicht auch ein bisschen größer, als man denkt. Aber gerade an der Reifenbreite erkennt man dann doch relativ schnell, dass es sich dabei um ein etwas kleineres Fahrzeug handelt. Überholkäfig, wie schaut denn das aus? Okay, da ist da hinten nochmal so ein bisschen was. Also sieht man gar nicht so groß. Und am Motor könnte man natürlich auch wieder einiges ändern. Also auch da ist ein bisschen was möglich, um hier nochmal ein bisschen das Fahrzeug anzupassen und vielleicht auch homologationstechnisch hier in Forza eben ein bisschen mit der Konkurrenz aufmischen zu können, um dann schlussendlich dann doch vielleicht die Porsche 906 zu besiegen. Man munkelt, man weiß es nicht. Gut, aber auch hier möchten wir natürlich dieses Ding entfachen und gucken wir mal, wie das Fahrzeug tatsächlich so auf der Rennstrecke performt. Also man muss sich auf jeden Fall erstmal, nachdem wir uns jetzt so ganz andere Geschwindigkeiten uns angeeignet haben hier in diesem Review, erstmal so ein bisschen an diese Power hier gewöhnen und vor allem halt auch an das Reifenmodell, an das ältere, was wir hier haben. Groß und Ganzen merkt man aber auf jeden Fall, dass da eine brachiale Beschleunigung an den Tag gelegt wird und vor allem bei höheren Kurvengeschwindigkeiten eben die angesprochene Downforce so ein bisschen fehlt. Also man merkt schon deutlich, dass die Entwicklung hier klar auf Windschnittigkeit ging und vor allem so wenig Luftwiderstand wie möglich. Kleiner Fact natürlich noch am Rande, der große Preis von Japan damals ist nicht auf Suzuka gefahren worden, nicht, dass das jetzt hier falsch verstanden wird, sondern das ist damals auf
Fuji gefahren worden. Allerdings haben wir die Strecke nicht und ich wollte trotzdem auf dem japanischen Track unterwegs sein. Deswegen habe ich mir Suzuka hier ausgesucht. Ja, der zieht schon gut durch. Mal gucken. Ich glaube, ein bisschen anbremsen muss ich jetzt aber schon, oder? Ja, und selbst dann reicht es nicht, hier rumzukommen. Also, ja, also ich denke mal, wenn man so Kurvengeschwindigkeiten der heutigen Rennfahrerzeit schaffen will, muss man natürlich ein bisschen was noch an dem Reifenmodell verändern, beziehungsweise modernere Rennreifen draufziehen oder halt wirklich die Flügel drauf, um Downforce zu generieren. Also ich glaube, auch hier kann man aus dem Rennwagen richtig viel noch rauskitzeln. Ansonsten muss man sich natürlich die Eigenschaften dieses Rennfahrzeugs ein bisschen aneignen. Da natürlich jetzt die Entschuldigung meinerseits, dass ich das jetzt nicht perfekt handeln kann. Aber ich versuche ja auch immer erst noch so ein bisschen Ersteindruck zu schildern. Aber ansonsten im Großen und Ganzen fährt sich das schon sehr geil, sehr authentisch. Das passt schon so zu so einem damaligen Fahrzeug. Und immer noch zu schnell. Okay, also da muss man sich echt erstmal ein bisschen so dran gewöhnen. Aber ich glaube, wenn man das mal hinbekommen hat, kann man mit dem Fahrzeug relativ viel Spaß haben. Sehr cool, auf jeden Fall. Finde ich schön. Einfach auch ein weiteres Fahrzeug in dieser Rennklasse hier im Spiel zu haben, das schadet auf jeden Fall nie. Einfach das, ja, Konkurrenzpalette sozusagen zu erweitern. Gut, wir kommen zu einem weiteren Fahrzeug, was ein echtes Einzelstück ist und damit auch einzigartig ist. Und da könnt ihr euch jetzt auf jeden Fall auch drauf freuen. Wir kommen zum 1997er Lotus Elise GT1 und damit handelt es sich hierbei um die Straßenvariante natürlich davon, nämlich man hat ja damals, um in der GT1 oder beziehungsweise in der Gruppe GT1 an den Start gehen zu dürfen, Straßenvarianten gebraucht, also Homologationsfahrzeuge sozusagen. Und eben Lotus hat eben nur diesen einen gebaut, den es auch gebraucht hat. Und den haben wir jetzt hier quasi als digitales Abbild mit im Spiel. Allerdings, um das einfach ein bisschen auszuführen, wir sind ja hier im Let's Play, wer das Let's Play verfolgt hat, auch in dieser Klasse schon unterwegs gewesen. Und da gibt es ja zum Beispiel eben den Porsche 911 GT1 oder den Mercedes-Benz CLK GTR. Das sind ja nur Beispiele davon. Und Lotus hat so ein bisschen eine andere Variante der Homologation angegangen. Klar, es war für alle gleich. Es musste ein Serienfahrzeug geben. Und auf diesem Serienfahrzeug musste dann der Rennwagen aufbauen. Deswegen sind die Fahrzeuge auch schon mehr oder weniger schon Rennwagen mit Straßenzulassung. Allerdings hat ja Porsche und Mercedes-Benz wirklich komplett eigene Fahrzeuge entwickelt. Also wirklich das Fahrzeug grundauf entwickelt, um eben diesen Rennwagen zu schaffen. Das war aber allerdings Lotus ein bisschen zu teuer, weil so Neuentwicklungen waren extrem kostenspielig. Und das wollte Lotus halt nicht tun. Und deswegen hat Lotus das so ein bisschen auf einem anderen Weg realisiert, also diesen Elise GT1. Und zwar haben sie einfach den Lotus Esprit GT1 Rennwagen, den sie 1994 in der Global GT-Serie eingesetzt haben, genommen, haben das Chassis umgebaut, quasi auf aufs Elise-Chassis. Und daraus ist eben dann dieser Elise GT1 geboren. Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, die haben einen Rennwagen genommen, haben ihn das Chassis abgeändert, um ihn als Straßenfahrzeug umzubauen und damit sie wieder von diesem Straßenfahrzeug eben quasi die Rennvariante aufbauen konnten. Dadurch haben sie sich natürlich eine komplette Neuentwicklung gespart. Als Motor dient bei diesem Fahrzeug der Typ 918 Lotus 3,5 Liter Twin Turbo V8 Motor mit ca. 350 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment. Die Rennvariante hatte ebenfalls diesen Motor, allerdings gab es auch Teams, die andere Motoren verwendet haben, zum Beispiel den 6 Liter Chevrolet LT5 Twin Turbo V8. Der hatte als Basis, wie der Name mehr oder weniger schon verraten lässt, den Motor von der Chevrolet Corvette ZR1 genommen. Natürlich mit Twin Turbo bestückt, um da auch nochmal ein bisschen Leistung rauszukitzeln. Im Großen und Ganzen muss man allerdings sagen, dass Lotus Elise GT1, also die Rennwagen-Variante, ein bisschen, ja, so, sagen wir mal, keinen Erfolg hatte. Ich glaube, das beste Ergebnis war ein 5. Platz in Helsinki. Und dementsprechend jetzt ist es kein Fahrzeug, was einem ja sehr erfolgreich im Kopf bleibt. Da hat natürlich ein Porsche 911 GT1 oder ein Mercedes-Benz CLK GTR ganz andere Emotionen in einem ausgelöst. Dennoch muss ich sagen, finde ich sehr, sehr geil, dass wir ein weiteres Fahrzeug dieser Ära mit im Spiel haben und vor allem, weil es hier die Straßenvariante ist, so wie auch die anderen,
von denen wir die Straße-Variante hier im Spiel haben, ist es halt was ganz Besonderes, weil es wirklich hier das einzigartige Homologationsfahrzeug ist. Weil beim Porsche oder beim Mercedes und so weiter gab es ja schon von der Stückzahl ein paar mehr. Ja, was sich ja damals dann auch gelohnt hat als eine komplette neue Entwicklung. Gut, ja, aber auch hier, das dazu, wir wollen auch natürlich im Forza Vista-Modus hier mal ganz kurz reingucken. Wir können, glaube ich, das können wir abschrauben, mit den Schnellverschlüssen hier wegmachen. Da sehen wir dann ein bisschen die Aufhängung, ist auch nicht schlecht. Dann gucken wir mal, ob wir in den Motorraum auch reingucken können. Das wäre ja super. Ja, da können wir reingucken. Sehr schön, da sehen wir eben diesen 3,5 Liter Lotus-Motor. Windturbo aufgeladen. Ich weiß nicht, ich sehe mal irgendwo die Turbolader. Ich sehe sie nämlich gerade nicht. Irgendwo müssen sie sein. Ich sehe sie nicht. Versteckt. Irgendwo sind sie. Irgendwo sind sie. Ich sehe es jetzt nicht. Vielleicht habt ihr sie schon gefunden. Ist aber auch nicht schlimm. Ja, wir setzen uns mal rein. Ups, Rennfahrzeug der damaligen Zeit. Da sitzt man auf der rechten Seite. Gut, in Brite sowieso. Und ja. Sieht auf jeden Fall sehr aufgeräumt aus, logischerweise. Sehr cool auf jeden Fall. Ja, ich bin mal gespannt, was wir jetzt an dem Fahrzeug hier tatsächlich noch verändern können, was das Tuning betrifft. Also sind wir mal sehr gespannt. Wir könnten tatsächlich einen Motorwechsel machen. Wir könnten einen 6,2 Liter V8 reinmachen. Ja, ist nicht ganz der Chevrolet, also ist ein Chevrolet-Motor, aber nicht ganz den, der er damals reingekommen ist. Und wir könnten einen 6 Liter V12 noch reinbauen, alles klar. Antrieb könnten wir auf ein Allrad gehen. Gut, das wäre jetzt eher untypisch für die Zeit. Optisch können wir vorne noch so eine zusätzliche Spoilerlippe machen, was ich auf jeden Fall anbieten würde. Dann Reifen, klar, die Mischung sowieso. Von 275 vorne auf 295 und hinten von 345, was ja schon ordentlich ist, auf 365. Also auch da ist einiges möglich. Ansonsten, bessere Bremsanlage können wir noch, Gewichtsreduzierung wäre auch nochmal möglich, können wir sogar unter eine Tonne kommen. Das ist natürlich eine Ansage, würde natürlich aber auch zum Charakteristik von Lotus sprechen, einfach Leichtbaufahrzeug. Und ansonsten, ja, kann man am Motor viel ändern. Hier sehen wir auch nochmal die Bestätigung, ja, ein Turbo ist drin, irgendwo ist er. Ich sehe ihn aber echt nicht. Oder ist er das da hinten rechts? Einer davon? Ich weiß nicht. Egal. Irgendwo werden sie sein. Wir können den auf jeden Fall auch upgraden, wenn man es denn möchte. Gut, ich freue mich jetzt aber auf jeden Fall, dieses Fahrzeug auszufahren. Und deswegen gehen wir auch direkt mal auf die Rennstrecke. Also das hinten rausröhren, das klingt schon sehr, sehr geil, muss man schon sagen. Ja, sehr cooles Fahrzeug. Bitte verzeiht mir auch an dieser Stelle, wenn ich hier am Rand ein bisschen von der Ideallinie abkomme und so weiter. Ich fahre das Fahrzeug natürlich auch zum ersten Mal und da weiß man natürlich noch nicht so, wie die Bremsen funktionieren, wie das Einlenkverhalten ist und so weiter. Aber im Großen und Ganzen, ja, geiles Fahrzeug. Also sehr cool, dass auf jeden Fall diese Straßenwagen GT1-Klasse erweitert wird. Jetzt würde ich mir natürlich noch wünschen, dass wir die ganzen Rennwagen davon auch noch bekommen würden. Denn das würde die Klasse tatsächlich noch geiler machen, auch wenn das für diese Straßenvarianten können sie eigentlich in Horizon reinbringen, wenn eben die Rennwagen, die Varianten davon, sie eigentlich hier in Motorsport reinbringen könnten. Aber gut, ich möchte es natürlich den Leuten hier von Turn 10 und Playground Games nicht vorschreiben, was sie zu tun haben. Ich freue mich auf jeden Fall trotzdem, dass wir diesen Lotus Elise GT1 hier mit dabei haben. Ein besonderes Fahrzeug ist es auf jeden Fall. Und liegt auf jeden Fall Bombe in den Kurven, das muss man echt mal sagen.
macht auf jeden Fall Spaß auf mehr. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Aber ja, leider möchte ich das Ganze hier nicht unnötig in die Länge strecken. Deswegen müssen wir die ganze Fahrt hier schon wieder beenden. Und wir kommen tatsächlich zum letzten Fahrzeug und damit auch zum einzigen Fahrzeug, was nach den 2000er Jahren, ja sogar nach 2010, sogar mehr oder weniger 2017, entstanden ist oder beziehungsweise vom Jahr 2017 ist, von dem wir mal was ganz Modernes, das ist ja voll außergewöhnlich hier in einem Carpack, aber ja, gar nicht so lange schnacken, wir gehen zurück in die Garage. Wir kommen last but not least zum 2017er BMW Nummer 24 BMW Team RLL M6 GTLM. Und dann wird er natürlich jetzt der ein oder andere sagen, endlich bekommen wir mal ein modernes GT-Fahrzeug mit ins Spiel. Gut, wir haben den 911 RSR vom Jahr 2017 immerhin hier über ein paar Events dazu bekommen, aber jetzt hier auch mal über ein Carpack. Und man muss leider an dieser Stelle schon sagen, ich wollte das eigentlich erst am Ende sagen, aber ich kann es auch jetzt schon sagen, eigentlich ist das Fahrzeug, auch wenn es jetzt reinkommt und man jetzt von modernem GT-Fahrzeug spricht, eigentlich schon wieder alt. Denn in nicht mal so vielen Tagen ist das 24-Stunden-Rennen von Daytona und da wird dann schon bereits der Nachfolger des M6 gefahren, nämlich der M8 GTE. Das heißt, das Fahrzeug ist jetzt, wo es hier ins Spiel kommt, schon wieder alt. Das ist eigentlich schon echt ein bisschen verhext, oder? Ein bisschen gemein, muss man eigentlich schon echt so zugeben. Aber alles der Reihe nach, natürlich mit dem M6 GTLM haben wir ein Fahrzeug, was, wie im Namen eigentlich schon steckt, ein Fahrzeug ist, was in der IMSA-Serie gefahren wurde, also in Amerika. Dort heißt ja eben die etwas größere GT-Klasse GTLM. In der WEC, also in der World Endurance Championship, ist es ja die GTE, beziehungsweise damals auch GT2 genannt. Also um das einfach einzusortieren und da auch jetzt nochmal aufzuräumen damit. Nein, das ist nicht der M6 GT3, es ist der GTLM. Das gibt kleine, aber feine Unterschiede. Sie sind zwar tatsächlich optisch nicht so wahnsinnig voneinander zu unterscheiden, aber es handelt sich hierbei nicht um ein GT3-Fahrzeug. Um das einfach auch nochmal klarzustellen, das ist der GTLM. Der würde hier, wenn Sie es amerikanisch oder IMSA-technisch aussprechen würden, auch GTD heißen. Ja, er ist der Nachfolger des Z4 GTE, den wir ja auch hier schon im Spiel haben. Er hatte das Debüt eben beim 24-Stunden-Rennen von Daytona 2016. Eben wie gerade angesprochen, jetzt der Nachfolger hat es dann eben beim 24-Stunden-Rennen Daytona 2018. Das heißt, 2 Jahre kam er jetzt zum Einsatz, war ja mehr oder weniger erfolgreich. Also im Jahr 2016 in der Debütsaison, sage ich jetzt mal, gab es schon ein paar gute Platzierungen. Für einen Sieg hat es nie in seiner Klasse gereicht, allerdings 2017 war er doch schon sehr erfolgreich unterwegs. Wir haben jetzt hier auch quasi die 2017er-Variante. 4 Saisonsiege hat er eingefahren in der IMSA-Serie, 4 Podiumsplätze und das hat dann in der Summe in der Herstellerwertung, also für BMW, den 2. Platz gemacht. 1. Platz, um das auszuführen, hatte sich Chevrolet eingeheimst. 3. wurde Ford, 4. wurde Porsche und 5. wurde Ferrari, glaube ich. Es gab auch nur 5 Marken in der GTLM-Klasse, um das mal so auch auszuführen. Ja, Nachfolger habe ich schon gesagt und groß viel kann man, glaube ich, auch nicht dazu sagen. Wir haben ja natürlich typisch den V8 Twin-Turbo-Motor mit über 500 PS drin, also sehr, sehr ähnlich zum GT3 auch und auch sehr ähnlich tatsächlich zur Serie. Da hat ja BMW tatsächlich mal sehr, sehr seriennah das Ganze gebaut. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze einfach auch mal im Detail an. Ich weiß nicht, Motorhaube, kann man die wegmachen? Ja, von hier aus kann man diese riesen Motorhaube mal wegmachen. Ich selbst durfte mal beim GT3 mal in den Motorraum schauen, beim GTLM jetzt noch nicht. Deswegen ist es auch mal sehr interessant, wo so die Unterschiede sind. Also der vordere Bereich sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus hier vorne. Ansonsten doch auch sehr ähnlich. Wie gesagt, steckt ja auch mehr oder weniger derselbe Motor drin. Hinten kann man auch aufmachen. Da werden wahrscheinlich dann halt so, ja, nicht viel sein. Ich dachte, da sind noch so ein paar vielleicht Kühlflüssigkeiten oder so weiter da hinten mit verbracht oder so. Man hat dann natürlich diesen riesen Diffusor, die offen liegenden Stellen für die Räder. Das wird ja dann der M8 ganz stark haben. Die sind ja richtig weit offen. Ähnlich schon, wie man es beim 911 RSR gesehen hat. Ja, und ansonsten halt, es ist das Typische, man sitzt relativ weit hinten, relativ tief, ein bisschen mittiger in dem M6. Da hat man ja bei anderen Fahrzeuge im Innenraum dann deutlich weniger Platz. Ja, also das Platzangebot ist tatsächlich sehr, sehr gut bei diesem Fahrzeug. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was wir denn ändern dürften an dem Fahrzeug, zwecks Homologationsgründen und so weiter. Ich denke, das wird sich im Rahmen halten, klar, bei den Reifen.
Könnte man Track-Reifen draufziehen, gut, das machen wir jetzt nicht. Wir können 300er Reifen bis zu 325 vorne machen und hinten von 310 auf 335. Felgen, klar, kann man anpassen. Man könnte nochmal bessere Bremsen machen. Forza-Rennbremsen, die ja nochmal einen Ticken besser sind. Und wir könnten, vom Luftmengenbegrenzer könnten wir ein bisschen Leistung quasi dazugeben, indem man halt den Luftmengenbegrenzer aufmacht, um da einfach nochmal ein bisschen mehr Leistung rauszuholen. Also, um das auch nochmal klarzustellen, der M6 GTLM ist jetzt hier der direkte Konkurrent zum 911 RSR, den wir im Spiel haben, also den 2017er, und auch zum Ford GTLM. Ja, das sind quasi die drei, sind die direkten Konkurrenten zueinander. Alle anderen Fahrzeuge, die wir haben, sind entweder von den vorherigen Generationen oder sind tatsächlich GT3-Fahrzeuge, um das einfach auch nochmal auszuführen. Aber ich würde sagen, auch hier wollen wir natürlich noch einmal auf eine Strecke gehen, noch einmal das Ding ausfahren. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Und deswegen gibt es eigentlich nur eine Strecke, wo dieses Fahrzeug jetzt hin muss. Und da sehen wir uns jetzt. Mal anhören, würde ich sagen. Der V8 Twin Turbo klingt schon nicht so schlecht. Und wir sind natürlich auf Daytona unterwegs, auf der 24-Stunden-Variante. Warum und wieso diese Strecke? Wie gesagt, da war das Debütrennen für dieses Fahrzeug. Und wie gesagt, das ist jetzt auch das nächste große Event, was hier ansteht. In wenigen Tagen, noch Ende des Monats, ist eben das 24-Stunden-Rennen von Daytona. Und ich macht da ja kein Geheimnis draus. In den letzten Jahren waren die 24-Stunden-Rennen von Daytona die mit unter anderem besten 24-Stunden-Rennen, die ich je gesehen habe. Es war immer, immer super geil und super interessant. Und deswegen, ja, wenn ihr Motorsport vom Feinsten mal sehen wollt, ich empfehle es jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass auch dieses Jahr wieder richtig geil wird. Das 24-Stunden-Rennen von Daytona kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Wie gesagt, da gibt es nicht nur die GTLM-Klasse, da gibt es noch die GTD-Klasse, beziehungsweise GT3, wenn man es genau nehmen will. Die heißt nur dort so. Des Weiteren eben halt gibt es auch noch zwei verschiedene Prototyp-Klassen, die dann auch noch mit dabei sind. Also Action auf jeden Fall geboten auf dieser Strecke. 24 Stunden am Stück ist schon auf jeden Fall nicht schlecht. Und wie gesagt, der Nachfolger des M6, der M8 GTE, ist da dann auch zum ersten Mal mit dabei. Ja, ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum Fazit dieses Carpacks. Schwierig einzusortieren, drei Carpacks hatten wir bis jetzt schon, das Free Carpack mal von Hyundai ausgenommen. Ich beziehe mich jetzt mal auf die vollen Carpacks mit 7 Fahrzeugen, die auch kostenpflichtig sind für Nicht-Autopass-Besitzer. Ich muss sagen, schwierig. Das erste Carpack hatte im Prinzip alles, was es so braucht für ein gutes Carpack, bis auf so ein modernes Coverfahrzeug, sei es ein Supersportwagen oder ein moderner Rennwagen. Den haben wir jetzt quasi mit dem M6 bekommen, auch wenn, wie gerade schon gesagt, eigentlich ist er schon nicht mehr modern, auch wenn es erst gerade letztes Jahr 2017 her ist, aber wie gesagt, es kommt jetzt ja schon der Nachfolger, aber trotzdem, im Prinzip hätten wir das jetzt in diesem Carpack. Wir haben auch sehr geile
Co-Stars, wenn man so möchte, mit dem Elise GT1, mit dem 380 oder R380 MK2. Schon geil. Wir haben ein Kultfahrzeug mit dabei, wie die Ente zum Beispiel. Allerdings, da hört es dann nicht auf. Wir haben halt dann auch noch eben den Maikäfer, wir haben halt eben noch den Typ 3. Und das sind dann halt, finde ich, drei Kultfahrzeuge zu viel. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Ich finde, so ein Kultfahrzeug, so ein Spaßfahrzeug ist immer cool. Aber wenn es dann zu viel wird, ist es halt blöd. Und genau das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit diesem Carpack habe. Im Prinzip hätte dann jetzt halt doch noch irgendwie ein moderner Sportwagen gefehlt oder überhaupt irgendwas Modernes, wie ein Kia Stinger oder sowas zum Beispiel, wäre jetzt hier noch eine geile Ergänzung gewesen in diesem Carpack. Ansonsten, ja, fehlt irgendwie was. Und nein, ich meine nicht ein SUV fehlt, von denen haben wir jetzt erstmal genug bekommen, aber deswegen sehr schwierig einzusortieren. Also ich denke mal, dieses Carpack ist auf jeden Fall für Leute, die sich überlegen, ob sie es kaufen sollen oder nicht, sinnvoll, wenn du halt wirklich sagst, okay, so ein GTLM-Fahrzeug hätte ich schon ganz gerne, auch wenn es jetzt dann schon den Nachfolger vom M6 gibt. Und natürlich auch für Leute, die mit der GT1-Klasse, also mit dem Elise, was anfangen können. Oder natürlich einfach, wie gesagt, so Klassik-Hunter sind oder Sammler sind mit der Ente und so weiter, ist das natürlich ganz cool. Deswegen im Großen und Ganzen muss ich sagen, es ist kein schlechtes Carpack, aber es wäre auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und dazu muss man nicht mal viel tun, um die Carpacks noch ein bisschen besser zu machen. Aber man muss ja auch tatsächlich sagen, bis jetzt sind wir an Motorsport 7 nicht so verwöhnt worden mit guten Carpacks. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall von den dreien zu der besseren Hälfte zählen, wenn es da überhaupt eine Hälfte gibt. Naja, lassen wir das jetzt auf jeden Fall erstmal so stehen. Also ich denke mal, es ist sehr davon abhängig, wie man zu den einzelnen Fahrzeugen steht, um eben eine Kaufentscheidung zu fassen. Aber im Großen und Ganzen kann ich jetzt kein klares Ja-Kaufempfehlung geben oder auch kein klares Nein. Es sind Fahrzeuge dabei, die mega cool sind. Es sind aber auch Fahrzeuge dabei, wo ich sage, okay, die fährt man einmal und dann nie wieder. Oder beziehungsweise würden halt in Horizon vielleicht mehr Sinn machen. Wie dem auch sei, ich möchte es an dieser Stelle beenden. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit bei diesem super, super, super langen Video. Natürlich, du hast ein bisschen in geschnittener Form gesehen. Ich habe die ganzen Ladezeiten für dich rausgeschnitten. Für mich, kann ich schon mal an dieser Stelle sagen, war das jetzt über 1,5 Stunden fast ununterbrochen labern. Und deswegen kann ich nur an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank, dass du meine Mühe zu schätzen weißt und das Ganze hier verfolgt hast. Wenn du das Ganze auch nochmal ein bisschen ehren wollen möchtest, dann kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben geben oder natürlich entsprechendes Feedback in den Kommentaren da lassen. Generell aber auch darfst du mit in den Kommentaren über dieses Carpack diskutieren oder natürlich auch Sachen ergänzen, also Infos zu einzelnen Fahrzeugen, wo du sagst, hey Ray, das hätte man noch dazu erwähnen können, oder wenn ich irgendwo einer Fehlinformation aufgesessen bin, kannst du mich natürlich auch sehr gerne korrigieren. Das soll es jetzt aber trotzdem gewesen sein. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir hören und wir sehen uns dann im nächsten Carpack Review wieder, beziehungsweise vielleicht auch im Let's Play zu Forza Motorsport 7 hier auf dem Pixelhelden-Kanal. Ich bin raus. Ciao.